Die alten Ägypter vermittelten durch ihr riesiges Wissen einen heutzutage beinahe gänzlich fremden Blick auf unsere Welt, der weit über den Horizont unserer Gesellschaft hinweg in die ewigen geistigen Welten führte. In diesen Welten leben wir den Tag, der keinen Anfang und kein Ende hat. Oder wie Kant es formulierte, wir lernen zu erkennen, dass Leben und Tod nichts Reales an sich sind, sondern nur verschiedene Zustände, die sich wandeln und ablösen. Er sagte, der Anfang des Lebens ist die Geburt. Dies jedoch ist nicht der Anfang des Lebens unserer Seele, sondern nur der des Menschen. Das Ende des Lebens ist der Tod. Dieser jedoch ist nicht das Ende der Seele, sondern nur der des Menschen. Was wir Geburt, Leben und Tod nennen, sind also nur verschiedene Zustände der Seele, oder besser gesagt, der unsterblichen Individualität des Menschen. Unser Ich, also unsere Individualität, geht somit durch verschiedene Zustände hindurch, um im Menschen zur Selbsterkenntnis zu gelangen. Das Christentum, das Judentum, der Brahmanismus gehören ihren esoterischen Lehren nach eindeutig zusammen. Sie zweigen sich jedoch anhand ihrer Dogmen ab und gleichen sich nur in ihrer entstammenden gemeinsamen Urreligion. Mars und Saturn bildeten schon in der alten Philosophie die beiden Pole der Schöpfung. Bei den Griechen war es das urfeurige und das urkalte intellektuelle Prinzip. In unserem Video Der Einfluss Luzifers gehen wir ebenfalls genau darauf ein. Wir finden einmal das Leidenschaftliche und somit den luziferischen Aspekt. Und auf der anderen Seite finden wir den verhärtenden arimanischen Gegenpol. Gut und Böse, die Dualität, die jeder von uns kennt, den inneren Konflikt in manchen Situationen, den jeder von uns bereits spürte. Ein Pol treibt dabei den anderen. Eine Entwicklung jedoch geschieht nur im Gegensatz beider, dem sogenannten Einklang. Siehe Goethes Kartenspiel. Sie sind nur miteinander gut. Dies ist ein Grundsatz der Einweihung und nur durch deren Erkenntnis ist es möglich, weitere Schritte zu gehen und sich hinaufzuentwickeln. Es ist die Enthüllung eines Gesetzes. Des Gesetzes der odischen Polarität als Grundlage des geistigen, ethischen und metaphysischen Entwicklungsprozesses der Menschheit. Wellen, Schwingungen und Resonanzen umgeben uns. Wir ziehen Energien an und senden Energien aus in den Raum, der uns umgibt. Insbesondere das Gehirn ist in eine feine Strahlenmaterie eingehüllt. Diese Strahlen wurden sogar wissenschaftlich nachgewiesen durch die sogenannte Calciumsulfidkappe. Es ist die Essenz des höheren Menschen und in ihr gilt es zu erwachen. Durch eine bestimmte Art der Konzentration kann unser Gefühl für die Wahrnehmung in uns gesteigert werden. Vom Uzeva-Organ des Gehirns, über das wir bereits im ersten Teil gesprochen haben, welches auch Epiphyse genannt wird, und den meisten als Zirbeldrüse oder drittes Auge bekannt ist, gehen intensive Elektronenspannungen aus. Mit einer besonderen Konzentrationsübung, die im nächsten Teil folgen wird, lernen wir genau diese Energien und Schwingungen wahrzunehmen. Und solltest du grenzwertig noch nicht abonniert haben, dann abonniere doch jetzt unseren Kanal und klicke am besten noch auf die Glocke neben dem Abo-Button, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich im nächsten Film. Bis dahin.